Willkommen auf der Insel Tamora in der Modifikation Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Wir haben die 50. Folge und sind auf dem Weg zur Stadt Tamora. Ich habe in der 49 sehr viele Schwierigkeiten gehabt, dort auch wieder mal auf einen Wolf zu treffen. Nein, auf viele. Oh, da sind auch noch so viele. Nee. Kaum komme ich zum Reden hier schon, greifen mich wieder ganz widerlich. Wieso? Hallo? Ach, da hinten. Ah, ja, dann ist gut. Der mampft sich da drüben voll, der Wolf. Das heißt also, ich kann den erstmal ganz genüsslich hier... Oh, da liegt ein Pfeil, aber nicht aufnehmbar. Ganz genüsslich den Wolf erstmal killen. Ah, esse ich jetzt was? Nö. Ich versuche noch mehr. Das heißt also, wir gehen mal wieder hier hin. Gucken mal, ob sie wieder da hängen bleiben. Nein. Hallo, ihr beiden Wolfgangs. Hier gibt es Happa Happa, einen Steinhaut-Mole-Rat. Da müssen die aber gute Zähne haben, damit die durchkommen. Ah, vielleicht hätte ich mal speichern sollen, diese Sausack. Mache ich mal eben schnell. Ah, sorry für den Kraftausdruck. Also. Oh. Nicht also. So was Blödes. Hier, erkunde die gesamte Karte. Vielfach findest du in abgelegenen Gebieten seltene Pflanze, starke Artefakte und das Bild ist zu Ende. Na, weißt du was? Oh. Hau doch mal ab. Wieso mämpft ihr da den Molerat nicht an? Mann. Ich mach's wieder unkonventionell, ich weiß. Da ist ja wieder ein Wolf. So. Vielleicht haben sie jetzt den Molerat gefunden. So, der bewegt sich da hinten nicht. Also speichern. Oh, warum macht er das immer? So, und jetzt gucken wir mal. Ja, genau, das ist das, was ich erreichen wollte. So. So läuft er denn weiter hier? Genau, richtig. Okay. Lass ihn hier mit Taktik arbeiten. Hallo. Auch wenn die nicht ganz so toll ist, die Taktik. Jetzt gucken wir mal. Jetzt mampft er da nicht. Aha, zweimal konzentriert ausgeholt und schon hat sich das erledigt. So, jetzt war ja noch irgendwo noch ein Wolf. Und ich höre wieder Golems. Golems, Quatsch, Goblins. Ja, da ist er. Beim Pfeilen muss ich wieder sparsam sein. Ich hoffe, dass es hier genug Baumstämme gibt. Und dass wir bald mal Tamora erreichen. Also. Klappt doch. Handgeklapper. Tastaturgeklapper. So, jetzt mal gucken, was haben wir denn hier ein bisschen mehr. Was haben wir, Wacholder? Lebensenergie Bonus 1, Mana Bonus 1, aha. Warum habe ich denn jetzt plötzlich Mana verbraucht? Ich habe doch keinen Zauber gehabt. Wir wissen es nicht. Was haben wir denn hier an Pilzen? Ja, nicht so viele, nicht so pralle. So, wir machen wir mal uns an Heilkräutern. Das gibt ein bisschen hier mehr Tinte auf den Füller. Ach, jetzt regnet es auch noch. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, mir ist das zu dunkel hier. Also, wenn wir den Weg weiter verfolgen. Oh, da unten brennt ein Feuer. Da unten ist einer. Und da unten sind irgendwelche komischen Krabbeltierchen. Und da ist schon wieder ein Wolf. Ich fass es nicht. Steinhautmolerit da oben. Und was haben wir hier? Ah, ein wilder Wolf.
Okay, der ist schon leicht lediert. Das heißt also, Wilden. Oh, was ist. Wo kommt er denn plötzlich her? Oh, Leute. Das ist sowas von unfair, was ihr hier gemacht habt, liebes Odyssey Mod Team. Das ist so unfair. Das gibt's doch nicht. Kommt da von oben auch noch ein. Hier, irgendwo kam da so ein Schattenläufer an. So, irgendwo war einer. Gemein. Okay, der Wolf hat mich gewittert, das höre ich. Ah, oh, da oben ist er. So. Gut. Ja. Den haben wir nicht. Ich mach dich fertig. Wie, was machst du mich? Nein. Das sind irgendwelche Banditos. Banditos Gringos. Das gibt das doch nicht aus. Scheißhaus. Also der Weg nach Tamora ist echt beschwerlich. Na gut, dass ich alles gereinigt habe. Der hat aber auch einen Teil gehabt. Also, eine Waffe. Oh, Lump. Gucken. Vielleicht kann ich ja den Heinz da mal irgendwie. Irgendwie mal. Ochs-Söldner, aha. Okay. Speichere ich mal hier drauf. Kann ja sein, dass ich den mit dem Pfeil und Bogen richtig schön laschen kann. Jetzt bist du dran! Nö. Das oh war's ja. Für dich, war klar. War sowas von klar. Hm. Also in Ruhe lassen. Und ich glaube, mit meiner Nagelfeile als Waffe hier kriege ich den eh nicht. Was ist denn da jetzt drin? Ach, ein Pfeil. Na, wahrscheinlich noch vom Bogen, den er gespannt hatte. Ja, hm, toll, es regnet. Das Wasser läuft mir in den Schuh. Ja, was mache ich denn jetzt? Entweder ganz schnell. Ah, da ist es schon. Da ist schon die Burg. Da ist Tamora. Also, ergo, wir werden jetzt mal ganz schnell die Flucht antreten. Och. Er bleibt da hängen. Aber er hat mich gewittert. Gucken, vielleicht ist der ja schwächer. Der Bandi. Der Bandit. El Bandi. Wo ist er denn? Okay. Die machen alle den Vorwärts-Moonwalk. Hm, jetzt muss ich überlegen. Also mit Pfeil und Bogen. Oh ja, das bringt nicht viel, weil... So. Der Ork-Söldner oder die Ork-Söldner auf Tamora sollen eine neue Kopfbedeckung haben. Das hast du verdient, Mistkerl. Und die konnten wir mal ganz kurz erspingsen. Also, lass mal den Ork-Söldner gehen. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt echt nur nach vorne die Flucht ergreifen. Weil da hinten... Er sieht mich nicht. Auch gut. Doch, jetzt hat er mich gesehen. So, egal was sie machen. Der wird auch noch kommen. Ich kann echt nur in die Richtung gehen. Da ist eine schöne Festung. Ja, und das sind diese Feldräuber. Mein Gott, wieso bleibst du immer stehen? So.
Erstmal gucken, was uns noch verfolgt. Falls uns was verfolgt. Nein. Lassen wir erstmal das Gefiech da mal außen vor. Ja, willkommen! Halt! Wo kommst du her? Von dem Schiff der Paladine, welches vor dem Strand ankert. Und du glaubst, nur weil du eine Rüstung des Königs trägst, glaube ich dir? Nun, ich... Du hast doch gesagt, du kommst von einem Schiff. Wie heißt es denn? Ja, wie heißt es denn? Das fällt mir gar nicht ein. Andrea Doria? Nee. Albatros. Das gibt's nicht. Ich habe vor einigen Jahren auf diesem Schiff gedient. Wer war denn damals noch? Sag mal, wie heißen denn euer Kommandant und euer erster Offizier? Ah, der will wohl hier Fallen stellen. Lord Baldwin ist der Kommandant und sein erster Offizier heißt Gernot. Das gibt's nicht. Dann hat Gernot es tatsächlich geschafft. Du musst nämlich wissen, er war, als ich gedient hatte, bloß ein einfacher Schiffskoch gewesen. So, nun, da wir das nun geklärt haben, kann ich jetzt endlich durch. Aber natürlich. Ich vermute, du willst mit dem Statthalter Bruno sprechen. Allerdings werden die Wachen dich erst durchlassen, wenn mindestens 3 Bürger damit einverstanden sind. Was soll denn das jetzt? Muss das unbedingt sein? Schließlich habe ich einen wichtigen Auftrag vom König. Genau. Interessiert mich nicht. Seit Nortana von den Orks erobert wurde, hat Robar hier wenig zu melden. Wir sind jetzt unabhängig. Verstanden? Verstehe. Und wie bringe ich die Bürger dazu, mir das Einverständnis zu geben? Na wie wohl. Erledige einfach einige Dinge für sie und sie werden zufrieden sein. Ja, das ist ja schön, dass wir wieder hier mal ein bisschen den Leuten unter die Arme greifen können. Hast du einen Tipp für mich? Der Waffenhändler Finko macht in letzter Zeit ein ziemlich mieses Gesicht. Vielleicht könnte er etwas Hilfe gebrauchen. Unmöglich ist alles. Ah, okay. Ich tippe immer noch mal nach. Da kann ja noch irgendwas sein. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist ja schön hier. Schön befestigt. Auf jeden Fall erstmal speichern. Und ohne den... Nee, ich komme da rein. Ich dachte, jetzt wäre hier irgendwie ohne den richtigen Schlüssel. Aber ich bin hier reingekommen. Was gibt's denn hier drin? Aha. Es gibt hier eine kleine Treppe. Dann kommen wir hier zur Burgmauer. Auch schön. Ich bin dafür, wir machen mal einen Rundgang. Ah, da haben wir auch schon ein paar Leute. Stadtwache. Stadtwache. Ruben. Ruben. Einstehende so ein... Oh, quatschen wir mal einen Ruben an. Hallo. Was soll der ganze Scheiß hier? Das geht doch alles überhaupt gar nicht mehr. Die ganzen Orks. Wie soll das noch alles hinführen? Ich hab da mal eine Frage. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht in der Stimmung, mit jemandem zu reden. Okay. Nochmal? Ich hab da mal eine Frage. Lass mich in Ruhe. Okay, das ist jetzt nur eine Antwortmöglichkeit. Gucken, ich habe Durst. Ich will was rauchen. Das kann ich auch gebrauchen. Ein grobes und eine Fischsuppe. Und ein grobes Breitschwert. Und was gibt's hier noch? Ah, hier ist einer. Stadtwache. Okay, aber hier geht's noch irgendwie eine Leiter hoch. Leute, gucken wir uns mal an, was hier oben ist. Schön gebaut, schön gemacht, schön gerendert. Schöne Aussicht. Hä, was ist denn hier? Okay, ein Fass. Wow. Nichts für mich dabei. Hey, what is this? Teleport zur Stadt Tamora. Endlich eine Teleportrune, das ist cool. Das ist auch ein Indiz dafür, dass Tamora richtig groß ist. Dann haben wir sie mal. Das ist gut. Das ist besser als das, was ich dachte, dass es ist. Okay, die Teleportrune haben wir. Nach Tamora. Tamora. So, wie hoch ist das hier? Ach, das ist ja nix. Können wir runterjumpen, ganz gemütlich. So.
dann gehen wir jetzt hier lang. In der Stadtmauer entlang. Gucken nochmal, was ist hier. Oh, da oben kommt man bestimmt nicht hin. Zuerst. Ah ja, hier gibt's was. Hier steht eine Frau. Die Brigitte. Hallo Brigitte. Schon heute dein Magazin gelesen? Hallo. Was kannst du mir über die Gegend sagen? Was fragst du mich? Lass mich einfach in Ruhe, klar? Oh, wie freundlich die alle sind. Naja, dafür kann man hier schlafen. Das ist schön. Ups. Ah, hier kann man aus dem Fenster gucken. So, weiter geht's, linke Hand. Einfach mal einmal rum, das mache ich mal als erstes. Das wird auch jeder wahrscheinlich auch selber machen. Was ist hier? Hier sind die Kaminfeuer alle aus. Da kann man die anmachen. Das wäre natürlich ein Gimmick. Ich probiere das mal aus. Ich werde hier mal eine Fackel entzünden. Und mal versuchen, ein Kaminfeuer zu entleiten. Aber es geht leider nicht. Na, okay. So, dann lasse ich das nämlich nochmal da liegen. Vielleicht hat ja Lust, irgendwie jemand mit der Zeit mal da mit der Fackel ein Feuerchen zu entfachen. Okay, hier geht's nicht weiter. Doch, hier geht's weiter. Und zwar mit Wurst und da oben ist ein Topf. Bestimmt eine leckere Fischsuppe. Oder ein Eintopf. Genau, ein Topf. Mit Eintopf. So, jetzt geht's hier noch irgendwie noch höher. Ach, dann sind wir schon mal auf dem ersten Turm. Mit einer Fackel. Sehr schön. Ja. Okay. Erkundungsspaziergang nach oben gemacht. Und weiter geht's. Hier geht's nach unten. Das ist die Möglichkeit, nach unten zu gehen. Hier kommt ein kleiner runder Turm. Und auf den kann man auch hoch. Aber auf der anderen Seite. So, Leiter lang. Leite mich nach oben. Wo es eh nichts gibt. Außer eine Standfackel. Okay. Gut, dann ist hier sackende Gasse. Kommen wir hier nicht weiter. Ergo. Schauen wir uns mal die Dorfbewohner an. Oder eine Tür öffnen. Oh ja, schön. Wer ist er denn? Adam. Hey. Hallo. Kannst du mir sagen, was hier los ist? Da fragt besser jemand anderen. Ich habe keine Zeit. Oh, sind die alle im Stress hier oder was? Adam ist im Stress. Gut. Fischsuppe? Adam, hallo? Okay. Adam interessiert das nicht, ob ich seine Fischsuppe klaue. Ich brauche einen Dietrich. Wo steht denn das? Wieso ein das? Warum kam das jetzt plötzlich? Das was mit der Tür zu tun gehabt? Nö. Kann ich zumachen? Kann ich aufmachen? Ja. Mal schauen, was verbirgt sich hier hinter den Holzscheiten oder hinter den Büschen, in den Büschen. Da ist ja ein Büschen was. So, Helene, grüß dich. Heute nicht beim Fischen? Darf ich dich mal was fragen? Komm mir bloß nicht zu nahe, Fremder. Du kannst ja einer dieser verräterischen Orksöldner sein, welche sich unehrenhaft die Rüstung der Miliz angeeignet hat. Ui, Helene, du bist aber temperamentvoll. Darf ich dich mal was fragen? Komm mir bloß nicht zu nahe, Fremder. Du kannst ja ein... Ja, okay. Hilfe, aber gute Stimme, meine Herren. So, hier haben wir noch eine Tür. Die ist wohl nicht zu öffnen. Ah nee, die ist zu knacken. Die ist zu knacken. Aha, und hier gibt's einen Stand. Okay. Für was entscheide ich mich? Knacken oder Stand? Stand knacken. Ah, gucken wir mal.
Okay, auf Anhieb. Eva, okay, da hinten sitzt... Ach, wie lustig. Da, wo Adam ist, ist auch eine Eva. Boah, hat die das Grün da drin. Warum ist das so grün hier? Hey, wie sieht's aus? Lass mich in Ruhe. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn das für ein aggressives... Na, warte, du dreckiger Dieb! Rieieieiei. Dann ist klar. Dann ist klar. Oh hier, du solltest immer bei... Ja, okay. Nochmal günstig 5 Fähigkeitenpunkte lernen, bevor die Talente teurer werden. Auch das noch. Oh, hier, guck. Was ist das? Was flackert da oben an der Decke? Ist hier kein Warnmelder? Nee. Nicht, dass das hier weiter brennt. Okay. So, okay, diese miese Eva da, die will nicht, dass ich sie störe. Ja. Jep, bim, bim. Ach, wisst ihr was? Hier sind wir reingekommen. Dann gehe ich hier auch mal rein. Das ist nämlich der zweite Turm und da kann man nämlich auch noch richtig schön... Ach, hier ist eine Winde. Die lasse ich mal in Ruhe. Nachher gibt es Klitsche. Okay, hier geht's nicht weiter. Oder habe ich was verpasst? So dunkel. Nee. Dann nee. Suche ich mir eine Schlafmöglichkeit. Und zwar hier bei Eva. Weil sonst ist mir alles zu dunkel. So, machen wir bis Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett! Ja, ist ja gut. Mann, oh Mann. Oh, wer ist er denn? Da ist Finko, von dem alle gesprochen haben. Naja, verdammt, der zumindest. Was ist los? Zumindest am Eingang. Bist du Finko, der Waffenhändler? Ja, da bin ich. Hm, du trägst aber die Rüstung der Miliz. Das hat nichts zu sagen. Nachdem die Männer des Königs wegen der Orks nach Mythane abgerückt sind, haben wir so eine Art Bürgerwehr gegründet. Die Leute, die hier alle Milizklamotten tragen, waren ursprünglich nur gewöhnliche Bürger gewesen. Nicht einmal die Paladine sind echt. Ach, so ist das. Und was ist mit den übrigen Bewohnern? Ihr paar Mann seid doch sicher nicht die einzigen, die hier gelebt haben. Die anderen sind alle mit den Paladinen und der Miliz nach Mythane gegangen, weil sie glaubten, dass sie hier nicht mehr sicher sind. Aber dabei sind sie vom Regen in die Traufe gefallen. Tja, selbst schuld. In Mythane herrschen jetzt die Orks, während hier uns nur ein paar verdammte Söldner Probleme machen. Aber der Statthalter wird auch das Problem lösen. Da bin ich sicher, und zwar ohne euch Schlaumeier aus Mythane. Wenn du meinst. Übrigens, Josef hat mir gesagt, du könntest vielleicht Hilfe gebrauchen. Ja, verdammt, stimmt. Seit diese dreckigen Söldner hier aufgetaucht sind, trauen sich unsere Jäger nicht mehr aus dem Lager raus. Hm, was hat denn ein Waffenhändler mit Jägern zu tun? Nun, ich erwarte von ihnen seit einer geschlagenen Woche 2 Pakete Pfeile. Ja, die können die auch gebrauchen. Ja, und lass mich raten. Lass mich raten. Ich soll dir die Pakete besorgen. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Wo finde ich die Jäger? Im Wald natürlich, wo sonst? Zufällig auf dieser Insel. Nicht so frech, klar? Vergiss nicht, dass du unsere Zustimmung brauchst, um mit Bruno reden zu können. Schon gut. Aber kannst du jetzt mal etwas genauer werden? Wo genau stecken denn die Jäger? Ihr letztes Lager hatten sie vom Stadttor aus gesehen rechts. Geh einfach in den Wald, dann wirst du das Lager finden. Ich weiß allerdings nicht, ob die Jäger sich noch dort aufhalten. Schließlich treiben sich auch dort die Söldner der Orks herum. Oh ja, auf die sind wir ja, glaube ich, getroffen. Mal gucken, was Zeig hat er mir denn deine da? Ware. Such dir was aus. Was hat er denn Lustiges? Okay, wie heißt das? Zermalma. Hier gibt es einen Zermalma bei Finko. Dann gibt es einen schweren Kriegshammer. Dann eine Rubinklinge. Dann eine Doppelaxt, das sind alles schöne Sachen. Edles Langschwert, ich habe 60 Stärke, edles geschärftes Schwert, okay. Moment mal, benötigte Stärke 70. Moment, benötigte Stärke 70, hier benötigte Stärke 50. Macht dann sozusagen noch ein bisschen mehr Schaden. Kostet 850, ist mir zu teuer. Dann Kriegshammer, dann Kriegskeule,
Dann Kompositbogen. Oh, 700. Alter Schwede. 24 Wolfszahn. Ja gut, okay. Jetzt kommen dann die leichteren Sachen. Was sind das? Ein Kuhfell? Was? Ein Schlafsack aus Ziegenfell. Jetzt muss ich mal fünfmal hingucken. Und eine Karte von Tamora. Die werde ich mal kaufen. Gut. Dann haben wir hier Rohstahl. Ich habe, glaube ich, noch genug Pfeile. Was ist das? Ein Piratenhut. Ein Piratenhut, schön. Na, ich lasse noch meinen Schäferhut auf. Aber dieser Schlafsack aus Ziegenfell? In diesem Schlafsack kann ich überall ein schönes Nickerchen machen. Okay, Wert 750. Da sind wir, Ledergürtelschutz vor Waffen. Das haben wir hier. Ring der Geisteskraft. Geisteskraft, Geisteskraft. Ja, und Pfeile hat er jede Menge. Ich glaube, das werde ich mir mal gucken. Feuerpfeil. Oh, Feuerpfeile. Normale Pfeile, Feuerpfeil 5. Ich glaube, da werde ich mal ordentlich investieren. Damit ich da unten auch noch ein paar Leutchen natzen kann. So 500. Das ist teuer. Ich werde mir erstmal. Wie viel hole ich mir denn erstmal? Nee, also mir. Na, wie viel haben wir? Du hast nicht genug Gold. Na, dafür kann ich ihm ja noch was verkaufen. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Dann schauen wir mal. Hier habe ich sie. Ups. Hier habe ich 37 Entermesser. Mal gucken. Die werde ich ihm alle erstmal unterjubeln. So, dann habe ich hier einen Offiziersdegen. Den behalte ich nochmal. Dann grobe Breitschwerte. Ja, wird auch weggemacht. Dann eine gewöhnliche Axt. Die lasse ich mal. Rostiger Zweihänder brauche ich nicht. Dann rostige Axt. Brauche ich nicht. Rostige Schwertchen. So, was haben wir denn hier? Ein Wolfsmesser lassen wir nochmal. Irgendwie noch was, was wir doppelt und dreifach haben. Ein Jagdbogen. Ja, brauchen wir nicht. Weg damit. Ja, da haben wir doch ordentlich Munition. Ammunition. Gut. Dann gucken wir mal auf die Karte von Tamora. Guck mal. Kondera, Tamora. Hier. Wie sieht's aus? Das ist aber ein Riesenteil. Wo befinde ich mich? Ach, da unten. Rechts unten. Ja, das ist ein schönes Inselchen. Finde ich gut. Okay, und speichern. Jetzt gehen wir mal auf den Marktplatz. Da habe ich nämlich auch schon einen gesehen. Nö, ist er weg. Gut, okay. Weiter geht's. Erkundigen wir uns mal weiter. Moment mal. Wenn hier die Eva drin war. Ne, ja doch, Eva. Dann ist hier... Ne? Der Adam drin? Ach, hier muss ich auch knacken. Och, Leute. Aber erstmal fragen, wer er hier ist. Er ist eine Stadtwache. Mal gucken, was er sagt. Alles in Ordnung? Hau bloß ab! Toll. Warum steht er vor der Treppe hier? Weil ich von oben hier reinkomme. Und die Tür knacken müsste. Mal gucken. Okay. Okay. Ey, ich hab dich beim Saufen erwischt, Elisabeth. Sauf nicht so viel. Darf ich dich mal was fragen? Was willst du hier? Ich wollte... Dauernd kommt einer reingestiefelt. Okay, mehr nicht. Darf ich dich mal was fragen? Was willst du hier? Ich wollte... Dauernd kommt einer... Hier reingestiefelt, gut. Okay, dann brauche ich auch gar nicht... Was sind das für ein Gemälde? Ah, schön. Ja, sicherheitshalber nochmal speichern. Mal gucken, was es hier drin gibt. Jawohl. Bertha. Noch eine saufende. Bertha. Na, sag was. Ich hab da mal eine Frage.
Ich habe jetzt keine Zeit. Vielleicht ein anderes Mal. Ist ja schon gut, ich gehe. Warte, bist du nicht ein Soldat des Königs? Oh, endlich mehr. Ja, so ist es. Und wie kommst du auf diese Insel? Ich bin mit einem Kriegsschiff des Königs gekommen. Interessant. Was tust du hier auf Tamora? Ich will mit dem Statthalter sprechen. Okay. Und wer bist du? Lars, warte hier mal. Bleiben. Ich bin auf der Durchreise und... Dachte ich mir. Aber gerade deshalb solltest du dich gut mit Waffen eindecken. Der Wald wimmelt geradezu von Tieren. Da könnte eine gute Armbrust vielleicht mal dein Leben retten. Zufällig habe ich dann noch ein paar zu verkaufen. Gute Arbeit, aus Armeebeständen. Außerdem hätte ich noch jede Menge Bolzen, die du ebenfalls haben könntest. Also, wenn du was kaufen willst, dann schau dir ruhig an, was ich zu bieten habe. Mein Name ist übrigens Lars. Du bist nicht zufällig der Bruder von Wenzel? Alles klar? Alles klar? Ja, alles in Ordnung. Ich schätze mal, der steht am Marktstand. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Gucken, was er denn hat. Ach ja, ein Holzschild. Ja, in Schilden. Da weiß ich noch nicht. Schildparade habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Leichte Milizjagd am Brust. Oh, oh, oh. Die gehen ja eigentlich von den Preisen her, aber die leichte Armbrust, wieso ist die teurer als die Jagdarmbrust? Achso, weil die natürlich mehr Schaden bringt, ist ja logisch. Dann Amulette Eichenhaut und Fackeln. Ja, und was bietest du an Rüstung an? Crawler-Rüstung, plus 70 Waffenschuss, 2000 Waffenschutz, ja, 2000 Gold. Golem-Rüstung, das ist, was heißt ein Flugschaden? Also ich finde, das ist sehr, sehr interessant. Flugschaden. Das müsst ihr mir mal erklären, wenn ich die 51. Folge dann später mache, weil die 50. Folge ist jetzt zu Ende. Danke fürs Einschalten und gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder. Tschüss!